Playmate Ramona Bernhard unterwegs in der Stuttgarter City. Für die 30-Jährige geht's gleich zum Beauty-Doc. Also an meiner Nase stört mich eigentlich am meisten, dass hier so ein Höcker ist. Beim Schönheitschirurgen ihres Vertrauens soll der heute weichen. Alles für den perfekten Auftritt auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Dann habe ich mich jetzt noch beeilt, vor dem Vasen, wenn wir da hingehen, noch einen Termin zu kriegen. Nur ein Dirndl zu kaufen, das wäre auch zu einfach. Da müssen es dann schon ein paar Spritzer Hyaluronsäure sein. Hyaluronsäure ist eine natürliche Substanz, die auch im menschlichen Bindegewebe vorkommt. Ist eine Füllsubstanz. Ist eine Substanz, die man da spritzt, wo Füllung, wo Volumen erwünscht ist. Kurz vor dem Eingriff ist Ramona angespannt. Ich will nicht, dass es weh tut. Wir spritzen jetzt etwas Hyaluronsäure tief auf den Nasenknochen, auf die Stelle, die ich markiert habe, um diesen Höcker hier zu kaschieren. Dadurch wird die Nasenwurzel ein bisschen angehoben und der Nasenrücken gerader. Na dann, mal los. Also angenehm ist es nicht. Ja, ist schon, wir machen das Ganze. Gibt's Schöneres? Ja. Wer schön sein will, muss eben leiden. 3 Minuten später wagt das Playmate den ersten Blick in den Spiegel. Oh, heftig. Vielleicht hier noch ganz wenig. Hier. Ja. Siehst du das? Ja, ich sehe es. Aber also voll toll. Dem Frühlingsfest scheint jetzt wohl nichts mehr im Wege zu stehen. Auf den Vorher-Nachher-Bildern ist tatsächlich ein kleiner Unterschied zu erkennen. Ob die kostspielige Investition in Höhe von 350 Euro den Vasenbesuchern überhaupt auffallen wird, ist allerdings fraglich. Doch scheinbar ist das Model nicht die einzige, die solch skurrile Vorbereitung trifft. Und das ist schon ein Trend. Der Vasen ist hier im süddeutschen Raum ein sehr, sehr wichtiges Event und die Leute möchten natürlich optimal aussehen und deswegen kommen nicht wenige, um sich noch vor dem Vasen ein bisschen aufhübschen zu lassen. Nach einer Brustvergrößerung, Botox-Eingriffen und ihrer heutigen Nasenkorrektur will das Playmate aber vorerst nichts mehr machen lassen. Die 30-Jährige ist happy. Jetzt kann der Vasen kommen, jetzt können die ganzen Red Carpets kommen, meine Fotoshootings und jetzt muss ich nicht mehr da mit Pinsel und Highlighter und so arbeiten. Und damit der Auftritt auf dem Frühlingsfest dann wirklich perfekt ist, will sich Ramona jetzt noch einen ganz einfachen Lippenstift kaufen, passend zu ihrem Dirndl.